Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. In der letzten Folge waren wir hier in Marfas Rast. Habe ich überhaupt den? Das ist jetzt das zweite Mal erst, dass ich zwei Parts nacheinander aufnehme. Ne? Und ja, wir sind hier in Marfas Rast. Haben ja mehr oder weniger alles erledigt, so wie ich das verstanden habe. Ne? Und jetzt können wir weiter. Hier das alte Nash. Cool. Wir sind auf dem Weg nach Eastpool jetzt, ne? Und ja, machen wir uns mal auf, ne? Ich weiß nicht. Bin nicht so gut, immer darin zusammenzufassen, warum wir Sachen machen, ne? Wir machen es einfach, ne? Gut. Mal direkt hier weiter. Ausgehen habe ich jetzt nichts gemacht. Ich wollte mal gucken, ob das hier klappt mit den Fähigkeiten vergessen und so, aber ich brauche trotzdem. Ich brauche sowieso irgendwie mehr Punkte. Gesagt, die Fäule sei schuld daran. Na, macht er jetzt keine aus dem Norden hier ausbreiten. Unterwegs werden wir wohl noch ein paar treffen. Dann sollten wir wohl immer auf der Hut bleiben. Okay. Macht man das. Aber erstmal machen wir dir. Machen wir dir platt. Oh ja. Diese Angriffe ist eigentlich nur dazu da, um irgendwie die Kämpfe zu beschleunigen. Ich sag, quer. Ich habe übrigens jetzt auch gemerkt, oder ich glaube jedenfalls, hat das so funktioniert. Man kann ja irgendwie Angriffe verbessern und einmal meistern. Ne? Hier, diesen Angriff kann ich zum Beispiel verbessern. Ne? Und dieses Heranziehen kann ich meistern. Und da habe ich mal hier nachgeguckt. Ne? Und gemeistert. Clown-Reichweite wird erhöht. Okay, bei der ist das wohl anders. Aber hier bei den Fähigkeiten ist das halt so, ne? Gemeistert lässt sich jeder Esper zuordnen. Ich habe früher nicht gewusst, was das bedeutet, aber das bedeutet, ich nehme jetzt mal an, wenn ich jetzt hier Garuda ausgerüstet habe, dann kann ich, wenn ich einen von Phönixes Ifrits Fähigkeiten gemeistert habe, dann kann ich die auch als Garuda benutzen, ne? Also irgendwie, weiß nicht, finde ich jetzt nicht so unglaublich dolle, ne? Hey, was geht, na? Komm mal hier hin. Also. Wir verbessern jetzt einfach mal einige Angriffe, die ich benutze. Spannend ein bisschen drauf an, ne? Das ist das Beste, was wir jetzt gerade machen können, aber ein Gegner, ich weiß, aber. Aus da! Verdammt! Und dann raus und bevor der oder habe ich den ich habe den Leiten getroffen aus Versehen. Den Angriff das mich leider nicht. Ich meine, der euch um die anderen Gegner da hinten ich gar nicht um die gekümmert. Meiner. Ich glaube, wenn ich einen Angriff damit abwehre, dann ist dann zwei Bällen auf die schießen, ne? Warte mal, ich kann ja auch eigentlich den Angriff dann einsetzen. Naja. Ah. Jetzt setzen wir mal den Angriff ein für Maximum Damage. Ich habe da jetzt mehr Damage gemacht. Hat. Ja, ich glaube doch. Da. Alter. What? What? Oh, nee. Der war oh. der wird gerespawnt, ey. Weil ich so weit weg war von dem Kampf oder was?
ich das jemals hinkriege, bei dem Angriff soll ich das mal einsetzen, ne? Bei denen hier. Bin ich eigentlich gut in dem Spiel? Ich weiß das nicht. Haben wir ja keine Streams oder Let's Plays oder irgendwie sowas angucken, ja, von anderen Leuten, die als Spiel spielen, ne? Wegen Spoiler und so, ne? Ich bin mal echt gespannt, wie andere Leute spielen. Ich finde, ehrlich gesagt, ich bin auch relativ gut in dem Spiel. Vor allem meine Angriffe sind gerade nicht rechtzeitig fertig. Weil ich mache ja schon irgendwie von allen so Gebrauch, habe ich so Gefühl, ne? Für die Gegner auf die Knie ziehen. Für die Gegner auf die Knie zwingen und so, ne? Wenn es sich gehört. Schon wieder nicht fertig. Nein, Torge. Ja, aber ein bisschen doof. Au. Okay, so viel zu meiner Frage, ob ich gut bin in dem Spiel. Ich bin aber kurz vorm Level ab, das heißt, ich halte mich gleich hoch. Also noch ein paar Kämpfe hier überleben. Das ist halt gut. Das ist die geilste Erfindung, die es je gab in Rollenspielen. Beim Level up hier irgendwie sich hoch zu ein, da finde ich so geil. Sollte jedes Rollenspiel haben. Weiß ja. So, noch ein Kampf, ne? Ich sagen. Und dann gehe ich drauf. Pass auf. Ah. So ein Zauberabwehr dann natürlich so zwei Wellen auf die schießen, ne? So, Level up. Ja, meine 50 HP. Was ich gesagt? Kopf mit dem ab. Kopf mit dem ab. Ab mit dem Kopf. Ich weiß aber, ich stehe lange, Pappe. Das ist irgendwie so ein Pseudo-Sprint-Angriff. Wenn ich irgendwie an diesen Angriff aus Dark Souls, wenn man irgendwie R2 drückt. Meiner. Du warst nicht derjenige, den ich anziehen wollte, aber okay. Dich wollte ich anziehen. Dich ziehe ich an, damit ich dich ausziehen kann.
Pegelager. Hey, steig hier die Party. Die überleben hat sogar oder auch nicht. Ja, der Schatz, oder? Die gehört jetzt mir. Was sind die ganzen Sachen? Ich habe da bestimmt eine Million von denen. Na, guck mal, ich habe hier schon 999. Dornenmuschelschale. Ach nee, das ist das Maximum, was ich haben kann. Ne? 999, ich wollte schon sagen, warum ich so viele Dinger, ja. Ja, von denen kann ich 10.000 haben. Ich wollte schon sagen, ey. Das wäre ein Albtraum für mich gewesen, wenn ich schon einen Überschuss von Gegenständen hier habe. Boah. Jetzt voll angestichen. Aber gerade von Anschleichen sprechen, ne? Das war's. Leb wohl. Warum denn so höflich? Du bringst sie auf brutalste Weise um, da brauchst du dich nicht entschuldigen. Grüß deine Familie von mir. Hey, wie geht's deiner Schwester? So, ihr Gerippen. War schon wieder. Bevor ich meine Aufnahme gestartet hatte, ne, meine erste Aufnahme, die ich vorhin schon gemacht habe, hatte ich noch ein bisschen, hatte ich schon ein bisschen Schluck auf und ich glaube, der ist jetzt wieder da. Ich will mich gerade ehrlich gesagt darum kümmern, ne? Eine Sekunde. Schaffe ich dann? Ich will jetzt ungern für so eine Kleinigkeit einen Schnitt machen, ne? Ich glaube, ich bin ja weg, ne? Ja, Mann, was mache ich hier? Da steht doch ein bisschen Feuer auf mich irgendwann. Oh Gott. Na, ich wollte gerade meinen Konter einsetzen. Genau den, ja. So, vielleicht hätte ich den noch nicht einsetzen sollen. Die sehen aus wie so ein Monster vom Monster Hunter. Ich hätte einfach so öffnen. Ne. Haben wir schon irgendwie gedacht, ne? War ja zu einfach. Ey, willst du halt jemals richtig abtimen? Weil du musst ja da hinten ausweichen, ne? Meistens greifen ja weiter an. Boah, Alter, warum ist denn der auf einmal so stark? Alter, der macht uns fertig. Hab ich gerade voll hochgehalten, ey. Natürlich Jedi hier Survivor spielen, ne? Ich weiß nicht, wann ich hier angreifen soll. Der macht uns ja fertig. Der Sack. Da hat er noch mal. Nein. Au. Au. Da, ich bin doch voll gerade ausgewichen. Ich habe kein Problem. Ich kann jederzeit mit dem Rauchen aufhören. So, komm her. Alter. Kommt einfach mal der hier um die Ecke und der macht uns fertig. Oh. Blutfalken.
Fußreif, da klingt nach was, was mir gefallen könnte. Okay. Ich habe übrigens gerade gesehen, die jetzige Hauptquest heißt Heim und Weh. So, Alter, wie kann ich denn mal? Da. Ich tue so selten irgendwie meine Ausrüstung. Was ist das hier? Schade, da um Luft kommen muss. Luft kommen. Stärke. Soll ich einmal meine Angriffe erhöhen? Heiltrank, Angriffswert, Verteilung. Ja, das ist mehr so. Die Sachen sind mehr so allgemein, ne? Und ich weiß ja nicht, wann ich welchen Angriff mal einsetze, ne? So, nur erhöhter Schaden mit diesem Angriff ist natürlich kacke, ne? Ich hätte lieber rundum irgendwie mehr Schaden. So, wir sind so wie tot, ne? Also so. Ich brauche einen guten Kämpfer. War jemand anderer? Ich habe nur 300 HP. Ich habe keine Zeit, mit deinem Herrn zu feilschen. Warte. Das ist doch der schlafende Chocobo. Du gehörst zu Martha. Gut, sie hätte sicher keine Einwände. Es geht ja um Wölfe. Wir haben versucht, mit ihnen fertig zu werden. Haben Köder ausgelegt und wollten den Biestern auflauern. Nur waren sie größer, als wir erwartet hatten. Die Fäule hat sie wohl hergetrieben. Sie müssen auf der Suche nach Beute sein. Wir hatten nach, die wollen einfach nur töten. Ausgehungert und schwach. Aber der Hunger macht sie wild. Martha vertraut dir. Also musst du was können. Bitte hilf uns. Töte das Rudel. Alles klar. In Ordnung. In Ordnung. Wilde Wölfe sind eine Gefahr für alle. Ja, genau das sage ich doch. Ich wette, die hungrigen Biester sind noch da drüben. Verschlingen den Köder. Wenn du sie alle erledigt hast, dann geh weiter über die Brücke. Dort wartet Bryce. Er sollte wissen, dass er rüber kann. Gut, ab mit dir. Hopp, hopp. Die Quests scheinen irgendwie alle so programmiert zu sein. Für den Fall, dass ich irgendwann ja später irgendwie die Quests mache, ne? Weil er hat gerade irgendwie so gesagt, oh, ich habe keine Zeit mit deinem Meister zu verhandeln, ne? Obwohl ja Jill direkt daneben steht. Ich nehme an, das ist sozusagen dafür da, für den Fall, dass ich diese Mission irgendwie ja in 20 Stunden später oder so mache, ne? Komm mal her! Ja, nur noch irgendjemand angreifen wäre gut, ne? Aber vorsicht mit dem Eis. Was war das? War eine Parade. Ich hab schon gedacht, was war das? Aber du bist ein Alpha-Tier, sehe ich gerade. Genau wie ich. Und gebe ihm Bescheid. Das ist alles auf dem Weg, wo ich hin muss. So, bitte. Ich muss wohl gleich eine meiner Tränke hier mal ankratzen. Ich möchte halt nicht überleben. Er hat gedacht, dass das irgendwie eine gute Idee ist. Er ist voll gebalanced und so, ne? Oh, Minotaurus. Oh Gott. Dafür gibt es jetzt bei dir auch eine Fresse, ne? Und ich muss mal einen meiner Heiltränke einsetzen. Oh, ja, der hat mich direkt schon wieder getroffen. Ja, noch mehr Gegner? Alter, auf wen geht ihr denn? Los!
Was ist mit der Kamera? Ja. Wo sind meine Leute hier? Aua, Mann. Wo sind meine Kollegen? Dieses Geräusch, der immer macht. Hä? Ah, entscheidet ihr euch, mir auch mal irgendwann zu helfen? Danke. Kann ich einfach auf ihn einstechen, so mit die anderen Gegner, die am Boden liegen. Oh mein Gott. Immer heil, bitte. Ich glaube, ich brauche meinen Heiltrank. Ja, also müsste ich ein paar Heiltränke hier nachkaufen. Alles. Oh Gott. Da habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ach, guck mal hier. Hat mal geklappt. Und jetzt für den Gnadenstoß. Oder auch nicht. Ja, wir sind auch. Oder arme Kuh, nehme ich an. So. Spiel gibt mir aber echt keine Heiltränke mehr, ne? Muss ich jetzt alle selber finanzieren, oder ist ja kacke. Ist ja voll kacke. Da ist schon wieder einer. Lass mich auf den Arm nehmen. Boah. Boah. Zeit einfach nicht, ey. Garuda, ich brauche dich. Gott. Ich weiß nicht, ich hatte mir zwei von diesen auf einmal ergeben. Ich weiß überhaupt nicht, was der Unterschied zwischen Beißen und Anfallen ist. Ich sehe aber, das ist eine Truhe. Wenigstens bekomme ich dann irgendwie was hier am Ende. Auch wenn er wieder uninteressanter Schrott wahrscheinlich ist, ne? Au. Kannst du es eigentlich wagen? Das ist ja eigentlich, wenn ich mal Game Over gehe. Also hier auf der Weltkarte nehme ich an. Was passiert denn dann eigentlich?
Mein Gott. Deinen gesamten Balken hier abgezogen, seinen halben. Okay, aber ich glaube nicht. So, mir hat es nicht gelohnt. Meteorstein, ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat. War ein grüner Gegenstand. Oh Gott. Wenn jetzt hier noch einer rumläuft, ne? Und den kümmere ich mich dann. Was? Du kämpfst auch mit? Ist der Todesblüten, weil er immer stirbt? Oder bin das nur ich? Ich war echt gespannt, was passiert, wenn ich sterbe, wenn ich hier irgendwie so am rumlaufen bin. Na, warte, da war ich noch nicht. Da war wahrscheinlich jetzt voll der dicke Boss. Ne, pass auf. Bitte nichts. Ich bin gerade nicht sehr in der Stimmung. Sieht aber echt aus, als wenn hier irgendwie so Angelplätze, ne? Es gibt doch bestimmt Angeln in den Spielen, jeden japanischen Rollenspiel gibt es Angeln. Was soll ich sagen? So, warte mal hier. Goblin-Münze. Wird schon irgendwas gut sein, ne? Okay. Ja, weiter. Der gebrochene Griff. Bryce. Was geht dich das an, Träger? Dein Freund wollte das. Niemand ist so heiß wie Bryce. Also habe ich sie getötet. Ich soll dir glauben, dass ein Träger das ganze Rudel erlegt hat. Andererseits bist du über die Brücke gekommen. Donnerwetter, bist ein ganz harter, was? Frederick, du Schlitzohr. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Bestien auf Bestien zu hetzen. Du hast uns gut gedient. Richte deinem Herrn unseren Dank aus, Träger. Der Auftrag wurde abgeschlossen. Ich glaube, ich habe jetzt genug Punkte, ne? Ich habe schon lange Punkte, sehe ich gerade. Eine meiner Angriffe hochzuleveln. Ich könnte ihn töten. Jemand würde es merken. Okay, Wer ist der Konter? Verbessern, ne? Verbessern. Klauengeschwindigkeit wird erhöht. Also da angriff wird eigentlich nur schneller, ne? Ich glaube nicht, ob mir das gefällt. Verbessern. Anzahl der Wellen wird erhöht. Da klingt irgendwie besser, ne? Und ich tue viel Magie absorbieren. Was, wenn ich das hier verbessert? Trefferanzahl wird erhöht. Kostet aber so viel, Mann. Gib mir das hier. So, wenn ich den Meister, dann, so wie ich das verstehe, lerne ich den dann, ne? Und dann kann ich den hier, dann kann ich den zum Beispiel hier reinpacken, würde ich jetzt mal raten, ne? So wie ich würde ich das jetzt verstehen, ne? Was ich jetzt irgendwie nicht so dolle finde, ne? Sieh doch, die Windmühlen. Das ist Eastpool.
Ich meine, ich habe jetzt kein Problem mehr zwischen den Leuten hier hin und her zu switchen, ne? Dann schaffe ich noch. Schau dir meine weiteren Wellen an. Ja. Stapelt sich bestimmt, ne? Was? Genauso soll das weitergehen. Antilopen. Geht weg von dem Gegenstand da. Da was? Ich meine aggressiv. Mal nehmen, wen steht. Kann ich auch nicht machen. Mein Gott, die sind ja gemeingefährlich, die Viecher. Wenn ich jetzt nichts getan hätte, naja, hätten die sonst was getan. Ne? Die hätten, hätten bestimmt eine Bank ausgeraubt oder so. Zum Glück habe ich die aufgehalten. Ne? Ich habe was Gutes getan. So, das ist ein sehr schmaler, langer Weg. Als Junge war ich einmal mit Kommandant Murdoch hier. Doch das war ein anderes Rosaria als heute. Was ist das hier? Oh, das ist cool. Das ist ein Schwarzmagier. So ein stereotypischer Schwarzmagier. Das Final Fantasy 1 und hier Final Fantasy 9, Baby zum Beispiel. Sehr cool. Kann ich ein Foto davon machen? Irgendwie kann man ein Foto machen, ich weiß noch nicht wie. Schon, wir machen eine Foto, muss noch mal irgendwo steht da. Verdammt. So, wenn ich einmal ein Foto mache, ne? Da. Mache ich das Foto? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Ich drücke hier jeden Knopf gerade. Komm schon, Mann. Steht aber irgendwie nicht, ne? Dazu zum ersten Mal, ich das gemacht habe, stand Screenshot aufnehmen. Keine Ahnung, ich komme noch nicht so richtig klar mit der PS5. Ne? Ich weiß noch nicht mal, wie man irgendwie das Spiel beendet. So kann man immer die CD erst rausholen. Das weiß ich gar nicht, wie man irgendwie hier, weiß nicht, das Spiel überhaupt beendet. Ich weiß, man muss irgendwie ins Home-Menü gehen, aber das ist irgendwie noch, ich finde das ein bisschen unübersichtlich. Ah, eine Spinne. Wieder her. Ja, ich habe gesehen, wie du mich angreifen wolltest. Ich habe das gesehen. Ich habe es gesehen. Weg von meinem Hund, verdammt. Weg von meinem Hund oder Krallen oder was auch immer Spinnen haben. Clown, keine Ahnung. Fühler. Nee, sind die Antennen. Okay, was für ein Horror erwartet mich hier? Oh, nee. Ja, ich tue mal hier einen Supertrank einsetzen, ne? Dann, oh Gott. Weg, kannst du es eigentlich morgen mich zu berühren? Ah, ah.
Ein kleiner T-Rex Wannabe von Monster Hunter. Alter, der ist doch schon so gut wie gebrochen. Die Viecher sind definitiv die schwierigsten bisher. Alter! Hör mal auf, Mann! Der hat schon wieder nicht gereicht. Das gibt's jetzt nicht. Mein Gott. Ich hab doch E1 gedrückt, Mann. Das Ding verarscht mich. Auf ihn. Oh mein Gott. Das gibt's jetzt nicht. Mach mich ja fertig. Ich hab gedrückt, Mann. Ich bin die ganze Zeit Zeugs am Drücken. Das gibt es nicht. Falscher Angriff. Boah. Sind die Viecher nervig. Wo wir die Sachen rein, bringt's nicht. Ey. Ich muss definitiv vielleicht mal zum Versteck gehen und irgendwie Supertrick oder so wiederholen. Ich habe jetzt nämlich gar nichts mehr. Jetzt habe ich mal eine Truhe oder irgendwie so was. Na. Ne, mit denen komme ich irgendwie noch gar nicht klar. So, keine Truhe, nichts, okay. Ich kann aber. Boah. Ich habe euch alles gemacht gegen den. Ne? Ich habe diesen Ausweichschritt hier mit Garuda gemacht. Hat nie geklappt. Wenn er auf mich zugedüst gekommen ist, habe ich mal eins gedrückt. Dann hat er irgendwie auch nicht ausgewichen. Aber mit dem komme ich echt nicht klar. Ja, voll nervig. So, ich hoffe, ich komme jetzt hier gleich mal so ein Dings hier aktivieren, so ein Schnellreisepunkt. Eastburg, kaiserlich Provinz Rosaria. Still. Wie tot. Ja. Clive! Lord Clive Rossfield! Ich bin es, Hannah, Rodney Murdochs Frau. Lady Hannah. Oh, ihr seid es wirklich. Ihr habt euch nicht verändert. Der junge Lord. Irgendwie schon. Es ist so gut, euch zu sehen. Zum Glück seid ihr wohl auf, Lady Hannah. Gerne zu mir ein. Ich habe nicht viel, aber was ich habe, teile ich. Wenn wir nicht stören. Mein Gott. Seitdem reist ihr also durch die Welt? Das Schwingen der Windmühle hat man im Controller gespürt. Ich verstehe, dass ihr vor den Eisernen fliehen musstet, aber... Oh, solche Mühen in so einem jungen Alter.
der Weg hat uns wieder zurück zu euch geführt, Lady Hannah. Warum wohnt ihr noch hier? In Eastpool? Rosalith wäre doch näher am Mutterkristall, oder nicht? Ihr könntet umziehen. In diesem Haus stecken viele Erinnerungen. Solange man mich hier leben lässt, werde ich bleiben. Und außerdem wird niemand mehr aufgenommen in der Hauptstadt. Auf Befehl ihrer kaiserlichen Majestät. Annabellas Heirat mit dem Kaiser von Sanbrek hat hier vieles verändert. Ja, genau. Ich habe mich gerade gewundert. Wer ist überhaupt jetzt hier gerade in Kontrolle? Oh, verzeiht mir. Die Mutter von ihm, ne? Nicht. Bitte. Nichts zu entschuldigen. Meine Mutter würde doch sicherlich mit sich reden lassen. Ihr seid schließlich die Frau des Kommandanten. Ach, ihr wisst es nicht. Ah, Mann. Ich starb in jener Nacht in den Flammen. Er kehrte nie zu mir zurück. Ja, wir waren's. Das tut mir leid. Clive. Du meine Güte. Ihr seid blass. Die Reise muss euch erschöpft haben. Ich bestehe darauf, bitte. Legt euch hin. Hm? Uns fehlen einige AP, von daher gerne. Heute Spiel ist nicht so gnädig, ne? Ich muss ja durchpowern. Du wirklich nicht im Haus schlafen? Nein. Das wäre falsch. Lady Hannah wollte dir morgen früh frische Kleidung bringen. Oh, kriegen wir an, endlich die Klamotten. Bei ihr bedanken. Nicht immer im Ladebildschirm sehe. Diese rote Jacke oder diese schwarze Jacke. Die rote Weste. In Jahre Blut vergießen. 13 Jahre ohne einen Funken Hoffnung. Ja, mir ist schon dieser rote Planet auffallen. Oder Mond. Oder so. Joshua gab ich nicht auf. Ich hatte mir geschworen, ihn zu rächen. Seinen Mörder zu finden. Das war das Einzige, was meinem Leben einen Sinn gab. Aber wenn ich es bin, wenn ich Joshua und Murdoch, wenn ich ihr Mörder bin, warum bin nur ich dann noch am Leben? Mir geht es genau wie dir. An der Front hatte ich keine Wahl. Also tötete ich so viele Leben, die ich zu früh nahm. An dem Tag in Dalmekia, ich konnte nicht mehr. Ich wollte, dass es aufhört. Ich war bereit zu sterben. Alles war besser als das. Sogar einfach aufzugeben. Unsere letzte Nacht auf dem Balkon. Erinnerst du dich? Ich habe zu Metia gebetet und wurde erhört.
bist wiedergekommen. Die Sterne haben einen Plan für uns. Wir sollten schlafen. Alle Schipper waren enttäuscht in diesem Moment. Gute Nacht, Clive. Ganz ehrlich. Schlaf gut. So, was wir jetzt schon so an Cutscenes mäßig gesehen haben und so wie weit das Spiel geht, ne, habe ich schon irgendwie Angst, dass die irgendwie so, weiß ich nicht, mitten auf dem Bildschirm irgendwie am Rummachen sind. Das macht mich ein bisschen nervös. Ich schon einen besseren Eindruck. Ihr seht dem jungen Alwyn zum Verwechseln ähnlich. Wie kommt es, dass ihr seine alten Sachen habt? Doch, Marie. Oh, bevor Alwyn regieren. Ich habe die Power des Drips bekommen. Er und Rodney waren wie Brüder. Sieht aus wie die Hauptcharakteren von Tales of Berseria. Nur als Mann. Jammer, wenn sie weiter verstauben. Ich nur noch so ein Verband am Arm. Aber seid ihr euch sicher? Und einen Dämonenarm, mit dem ich einer Dämonen fresse. Natürlich. Euer Vater hätte es so gewollt. Steht dir gut. Danke, Lady Hannah. Ist irgendwie ironisch. So ein stereotypischer Hauptcharakter in Final Fantasy ist normalerweise irgendwie so ein blonder Jüngling, ne? Es war sehr schön, euch zu sehen. So ein blasser, blonder Jüngling, ne? Und seit den letzten Final Fantasies, habe ich gerade Fire Emblem gesagt? Final Fantasy, ne? Final Fantasy Charaktere heutzutage, schwarze Haare, schwarze Klamotten, ne? Da habe ich ein bisschen am Final Fantasy 15 Auge gestört. So. Du hast noch vier Hauptcharaktere, alle. Warte, habe ich gerade. Die Straße zum Nordtor raus. Soll ich gerade ein neues Schwert bekommen? Auf geht's. Stimmt. Und ich habe voll AP, jawohl. I dripped out of my mind right now. Ja, aber wollte ich sagen. Ja, dann habe ich ein bisschen gestört am Final Fantasy 15. Ne? Du hast nur. Vier Hauptcharaktere, alle männlich, alle schwarze Klamotten, alle von Anfang an schon dabei, alle mit mehr oder weniger gleichen Hintergrund. Also nicht exakt gleich den Hintergrund, aber alle irgendwie, weiß nicht, waren schon irgendwie, hatten schon so ein schön, hatten schon so, weiß nicht, einen Stein gemeißelten Hintergrund und jetzt nicht, waren jetzt nicht irgendwie Leute, die man irgendwie auf seiner Reise getroffen hat, so wie hier. Na, guck mal, wie cool ich jetzt aussehe. Boah. Sind schon cool Klamotten, ne? Hat schon so ein bisschen so super Edgelord-mäßig irgendwas, aber trotzdem. Straße zum Phönixtor ist schon vor Jahren der Fäule anheimgefallen. Seid bitte vorsichtig. Ihr beide. Ich gehe noch mal da rein. Ne? Vielleicht finde ich ja noch mehr Loot. Pff. Vielleicht hat sie noch ein paar Tränke, ne? Oh, das ist so cool hier. Eine Schwarzmagier. Vogelscheuche. Sehr cool. Okay. Für Jill hätte ich mir ehrlich gesagt auch ein paar andere Klamotten gewünscht. Ne? Sie sieht auch so ein bisschen. Ja, ich meine, sie hat hier so, wie nennt man das? Sie aus wie so ein Mix aus dem Dirndl. Diese traditionellen deutschen. Deine Rüstung steht dir wirklich gut. Das sind mehr oder weniger deutsche Maid-Outfits, ne? Wenn man so darüber nachdenkt, ne? Das sind deutsche Versionen von so
von so wie nennt man nochmal Mate in Deutsch? Ich gucke so viel YouTube auf Englisch, ne? Oder allgemein Zeugs im Internet auf Englisch. Dienerin, also ja nicht Dienerin, aber Hausmädchen, Hausmädchen, mein Gott. Dirndl sind irgendwie soweit nicht so. Ist das, nennt man das überhaupt Dirndl? Diese grün-weißen Kleider, diese grün-weißen. Ich habe schon direkt wieder vergessen. Oh, Truhe. Diese Hausmädchen-Klamotten. So ungefähr sieht jedenfalls still aus. Mal gucken, wie viel ich hier noch finde. Also ja, aber gut. Deine Gil für meine Ware. Ja, ich habe gerade komplett neue Klamotten bekommen. Ein Hauch des Windes. Bis zur 99 von der Schade um 2,7 Sekunden. Oh, so was wäre natürlich nicht schlecht für diesen einen Phoenix-Angriff. So, lovely dark and deep. Ja. Bitte schön. Hier. Bitte schön. Hier. Bitte schön. So, bitte ich. Ich krieg jetzt gleich welche. Dann mache ich einen Ratschlag. So. Wenn ich jetzt nicht alles one-shotte mit meinem neuen Schwert und meinen neuen Klamotten und so, ne? Dann weiß ich auch nicht. Elvens Kleider bei den Flammen. Ihr seid sein Sohn, Clive Rossfield. Warte mal, Elvin war unser Vater. Mich könnt ihr nicht täuschen, Milord. Diese Ähnlichkeit ist kein Zufall. Und dabei spreche ich nicht nur von eures Vaters Kleidern. Nein, ich bin mir sicher, dass Lady Hannah diese Kleider wie einen Schatz gehütet hat und sich niemals von ihnen trennen wollte. Es sei denn, Arwens Söhne kehren zurück. Und nun ist dieser Tag gekommen. Ja, dann kann ich euch jetzt eure Träger zurückgeben. Meine Träger? Haben wir jetzt eine eigene Armee? Verzeiht mir, Herr Dorfrat. Das letzte Mal war ich als Kind in Eastpool. Ich habe euch nicht erkannt. Ein Wunder, dass ihr überhaupt etwas wiedererkennt. Es hat sich viel geändert, seit Rosaria an Sanbreck gefallen ist. Nicht zuletzt für die Träger, die einst treu im Dienste des Hofadels standen. Beim Einfall der Eisernen vor 13 Jahren haben viele Träger ihre Herren verloren und hier Zuflucht gesucht. Sie sind geblieben? Ja. Sobald wir die Hauptstadt zurückerobert hätten, sollten sie zurückkehren. Doch dann kamen die Kaiserlichen. Rosaria wurde zur Sambrekschen Provinz, das Herzogtum, aufgelöst und damit auch ihre Heimat, in die sie wiederkehren könnten. Damals unter eurem Vater gingen Träger, deren Herren starben, an die Verwaltung. Dort wurde dann von offizieller Seite entschieden, was als nächstes mit ihnen geschieht. Als wir also sahen, wie die Kaiserlichen ihre Träger misshandeln, konnten wir sie ihnen nicht ausliefern. Deshalb sind sie noch bei uns. Und jetzt soll ich sie nehmen? Laut Gesetz gehören sie euch, Lord Rossfield. Ja, das hat auch noch weiter hier. Und bei euch wären sie doch besser aufbereiten als bei uns, oder nicht? Nicht wenige haben Steck sie zu versteckt. Von daher sehen sie die Rossfields immer noch als ihre Herren. Ich bin niemandes Herr. Nicht mehr. Bei mir wären sie nicht sicher. Ich verstehe. Ich bitte euch, mir meine alberne Idee nachzusehen.
Die Realität treibt mich zu Träumereien. Allerdings, würdet ihr mir einen Gefallen tun? Eine kleine Geste? Sofern mir das möglich ist. Unter den Trägern ist ein älterer Herr, der geradezu verzweifelt an seiner Treue zu Lord Elwyn festhält. Keine Sorge, ihr sollt ihn nicht bei euch aufnehmen. Nur ein wenig mit ihm reden, damit er sieht, dass Lord Elwyns Sohn noch lebt und ein redlicher Mann aus ihm geworden ist, so wie sein Vater es war. Es wäre mir eine Ehre. Ich danke euch, Milord. Meistens ist er unten am Brunnen und schaut friedlich in die Gegend. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr einen Moment für ihn erübrigt. Auftrag angenommen. Wie in alten Zeiten. Okay, das machen wir noch. So redlich wie mein Vater. Du ähnelst ihm wirklich, Clive. Und nicht nur äußerlich. Komm, sehen wir am Brunnen nach. Okay. Na gut, da machen wir noch heute. Hab ich gerade gesagt. Ey. Hier ist er nicht. Vielleicht ist er im Brunnen gefallen. Dann müssen wir ihn suchen. Ich habe es dem Dorfrat versprochen. Und ich habe ihn schon genug enttäuscht. Also gut, fragen wir nach. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. So. Ha. Hast du ihn gesehen? Guten Tag, werte Dame. Was kann ich für euch tun? Wir suchen einen Träger. Ein älterer Herr, der einst den Ross... Stills Haare sind irgendwie komisch. Kennt ihr ihn? Ah, der schräge Kauz. Ja, die hat irgendwie diesen ganz dicken, breiten Zopf und dann hat sie darunter noch so einen kleinen, geflechteten Zopf. Ist irgendwie komisch. Und kocht für seine Fantasiebankette. Wie bitte? Ach, damals in Rosalith war er in der Schlossküche beschäftigt. Er denkt, das wäre er immer noch. Ständig redet der arme Irre mit Großherzog Erwin. Gefangen in seiner Traumwelt. Boah, schickt mich ja gerade wieder jemand mit einer Quest zu irgendeinem traurigen... Ich kann mir nicht vorstellen, wie eine traurigen Person oder so. Mit einem Träger wechselt. Ihr etwa? Nein. Jedenfalls... Muss er hier irgendwo sein? Seine müden Beine tragen ihn nicht mehr weit. Danke. Wir suchen weiter. Ey, yo, schau dir meine Klamotten an. Nanu, Fremde sind hier selten. Was verschlägt euch denn nach Eastpool? Wir sind auf der Suche nach einem Träger. Ein älterer Herr aus Rosalith. Ach, du meinst sicher den Mann, der immer am Brunnen sitzt, oder? Ja, genau. Aber, wenn ich fragen darf, woher kennt ihr ihn denn? Stammt ihr etwa auch aus Rosalith? Tun wir. Warum? Das freut mich jetzt aber. Ich nämlich auch. Ich bin an der Marktstraße groß geworden. Und wenn Lord Elwyn noch leben würde, wäre ich wohl heute noch dort. Doch unter Annabella hat sich alles geändert. Auspeitschungen und Vertreibung. Höhere Abgaben, obwohl die Fäule uns um die Ernte gebracht hat. Oh, ich bin schon ruhig. Ihr wisst das ja alles selbst. Tut mir leid. Und euren Träger habe ich auch nicht gesehen. Aber er kann nicht weit sein. Er kommt jeden Tag hier, als würde er auf etwas warten. Dann hören wir uns weiter um. Danke. Hey, wartet mal kurz. Vielleicht kann Patrick, der Chocobo-Pfleger, euch helfen. Er kümmert sich auch um den alten Kauz. Am besten, ihr redet mit ihm. Er ist am Unterstand. Patrick, der Chocobo-Pfleger. Sehr gut. Danke. Vielen Dank, Jill. Dass du für mich mit diesen Leuten redest. Versteht sich von selbst. Wir wollen doch nicht auffallen. Komm jetzt, suchen wir Patrick. Na dann mal los. Ich vergesse immer, dass ich nur so Minisprünge, so Babysprünge machen. Oh, das war jetzt peinlich. Wo könnte er nur hingegangen sein?
Entschuldige, aber suchst du jemanden? Ja, vielleicht uns. Träger, um ich mich kümmere. Ich habe ihn nur eine Sekunde. Groß, dunkle Haare und gut aussehend. Ist er weg. Er ist weder an seinem Lieblingsplatz am Brunnen noch sonst wo im Dorf. Dann bist du sicher Patrick. Bin ich? Warum? Dieser Träger, nach dem du suchst, ist ein älterer Herr, der früher in der Schlossküche gearbeitet hat, richtig? Ganz genau. Woher weißt du das alles? Ich habe dich hier noch nie in Eastpool gesehen. Sag schon, kannst du etwa hell sehen oder was? Nein, aber wir haben die Fähigkeit zu reden mit anderen Leuten. Verstehe ich. Du hast mit anderen Leuten geredet. Wenn unser Dorf euch darum gebeten hat, nehme ich eure Hilfe gern an. In letzter Zeit ist er vollkommen verwirrt. Sagt, dass er in der Schlossküche gebraucht wird und ihn bald jemand aus Rosalith abholt. Ich sollte lieber nach ihm sehen, damit ihm nichts passiert. Aber wenn er davonläuft, kann ich auch nichts machen. Dieses dauernde in der Umgebung umsehen. Sich gegenseitig anstarren, ist irgendwie so komisch zwischen den beiden. Ist irgendwie so komisch. Hoffentlich ist dem Mann nichts passiert. Ich bin mir sicher, wir finden ihn bald. Dann mache ich eine Vorwärtsseite. Warum fehlen mir eigentlich so ein paar P? Warum bin ich nur fast voll geheilt? Oder sind das meine vollen AP? Na, was ist hier los? Max, schön. Immer noch keine Spur. Könnte er noch weiter gegangen sein? Weil du bist jetzt nicht da unten hingegangen, oder? Du bist total da unten hingegangen, weil ich jetzt nochmal gegen diesen Drachen kämpfen muss, ne? Dann mache ich einen Spagat. So, wie zum... noch mehr Zeugs. Jetzt ja noch ein Drache kommt, ne? Ich habe jetzt bessere Klamotten. Das ist keine Chance. Da. Der Mann dort drüben. Das könnte er sein. Schnell zu ihm. Achtung. Okay, sind los. Und zwar schnell. In Ordnung. Oh ja. Ja, ich glaube, ich mache sehr viel mehr Schaden jetzt. Boah. Oh, Isegrims. Oh, bekannte Namen in Final Fantasy. Besseren Drip lässt sich doch viel besser kämpfen. Wespen erledigt. Ich habe nicht nur die Wespen, ich habe auch diese Wölfe da erledigt, ne? Kollege. Schubs. Wir haben dich gesucht, mein Freund. Komm. Zurück ins Dorf. Majestät! Endlich seid ihr hier! So lange habe ich gewartet, doch es war nicht vergebens. Nein, du verwechselst mich. Clive. Ja, verzeih meine späte Ankunft. Ich bitte euch, Tag für Tag betete ich zum Begründer und nun hat er meinen Flehen erhört. Also kehren wir zurück zum Schloss? Gibt es in der Küche noch Arbeit für mich? Nein, mein Freund. Wir kehren nicht zum Schloss zurück. Noch nicht. Ich befinde mich auf einer wichtigen Reise. Sie wird noch ein wenig dauern. Darum bleib bitte in Eastpool, bis ich zurückkehre. Ich komme dich dann holen.
Versprochen. Eure Majestät, auf euch würde ich sogar bis an mein Lebensende warten. Ich werde jetzt also nur zurückkommen, um zu sagen, dass er noch weiter warten soll. Ich wäre ziemlich angepieselt, wenn ich der Mann wäre. Ja, alles klar, du hast den König gesehen. Ich danke euch beiden für eure Herzensgüte. Seine Erinnerungen an die Tage im Schloss sind sein einziger Trost. Und ihr habt sie durch das Treffen mit ihm wieder aufleben lassen. Er wird wohl nie wieder klar im Kopf. Dafür ist er in seiner Fantasiewelt glücklicher als hier. Das ewige Tsukuyomi. Die Fäule wirft ihre Schatten. Die Ernte bleibt aus und immer mehr Menschen flüchten. Wenn Lady Hannah in ihrer Güte nicht all ihre Besitztümer verkauft und für das Geld Lebensmittel besorgt hätte, wären wir übrigen hier schon verhungert. Natürlich wollen wir den Trägern hier weiterhin eine Zuflucht bieten. Aber wenn nicht bald ein Mutter oder so geschieht, dann werden wir nicht mal mehr in der Lage sein, ihnen einen Kantenbrot zu geben. Ist es wirklich schon so schlimm? Leider. Ich habe sogar schon die Kaiserlichen gebeten, die Träger zu holen. Doch als sie gehört haben, woher die Träger kommen, haben sie uns regelrecht ins Gesicht gespuckt. Meinten, auf herzogliche Hunde könnten sie verzichten. Ich kenne da jemanden. Er würde alle Träger hier bei sich aufnehmen. Sein Name ist Sid. Ich rede mit ihm, sobald ich vom Phönixtor zurück bin. Danke, Milord. Führt euer Weg zurück erneut durch Eastpool? Ich würde gern noch etwas mehr mit euch reden, wenn ihr etwas Zeit habt. Über die Zukunft des Dorfes und ob wir etwas für Lady Hannah tun können, nach all den Opfern, die sie gebracht hat. Natürlich. Ich komme vorbei. Gebt Acht, Milord, Milady. Habt eine sichere Reise. Alles klar. Wie in alten Zeiten. Ding, Cash. Dann gehen wir mal. Oder auch nicht. Aber ich würde sagen, das war's dann. Hat sich jetzt auch nichts so aufgetan, ne? So nebenquestmäßig, ne? Ich würde mal gern ganz kurz noch zum Versteck zurückgehen, ne? Möchte den einen Mann hier erzählen, hier noch so unser Wissen hier erweitern oder was auch immer wir da mal machen mussten. Ist schon lang hier. Schön ist auch hier. Lady Hannah ist immer so gut zu uns gewesen. Wir sollten auch mal etwas für sie tun. Warte, ist sie nicht auch? Ich dachte, ihr Name wäre Hannah. Also ihr Nachname. Ich glaube, wir haben mal irgendwann ein neues Lied hier freigeschaltet, ne? Wo der Hart ist. Ja, das habe ich hier, ne? Wäre aber super, wenn er hier, wenn hier einige Lieder von früheren Final Fantasy dabei gewesen wären. Spielt einfach das Weltkartenthema, Terras Thema von Final Fantasy 6. Ah, guck mal, der Sprite hat sich geändert. Guck mal. Wir haben jetzt wahrscheinlich hier Ifrit. Hüllt. Die zweite Esper des Feuers. Finde ich gut, dass die Sachen sich alle so aktualisieren. So, erwacht, bewusstlos. Ambrosia. Aber unser Chocobo, ne? Ja, ihn haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Er ist sich mit Sicherheit Titan, ne? Ich meine, aber glaube ich schon. So, Barmut. Die Esper des Lichts. Ah.
Also ist Odin irgendwie... Er war ja noch mal Odin, haben wir schon gesehen hier. Wer Odin war, ich glaube nicht, ne? Na, Ifrit, der Phönix, Shiva, Ramu, Garuda, Titan, Bahamut, Odin. Jetzt wäre Dunkelheit. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mir fehlten dann noch, ich würde sagen, Wasser, ne? Leviathan. Im Eis, Donner, Feuer. Eis, Donner, Wind, Feuer. Ich meine, Wasser muss auch dabei. Ne, Titan. Ne, doch. Ne, Titan ist da. Sind so die Hauptelemente, würde ich sagen, ne? Die Tür zum Archiv steht euch immer offen. Also würde ich sagen, Leviathan ist irgendwann. Das ist jedenfalls die beliebteste Wasser. Beschwörung. Final Fantasy. So ein toller Umhang. Danke. Danke. Kann man denn hier so alles machen? Kann man dann nochmal gegen Benedikta kämpfen? Theoretisch. Grenzwald. Da mal gegen Dings. Königsfall. Oh, guck mal hier. Oh ja, jetzt sind alles die wichtigen Kämpfe, ne? Jetzt mal, als ich das Spiel gestartet habe, stand da irgendwie, ich bin so bei 33%. Was ich mir irgendwie schwer vorstellen kann. Aber es geht ganz schön langsam gerade voran. Na, warte mal, gibt's ja neue Sachen. Ich meine, ich habe schon gute Klamotten jetzt hier bekommen, ne? Viel Gill in der Tasche. Fertig. Aha. Ich sagte noch irgendwie eine Schriftrolle irgendwie so. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Willst du was schmieden? Okay, Sturmruf. Was? Ja, schreit sie in den Binnen seine Fruchtwaden den Sturm. Ich kann mir eine neue Waffe erstellen. Windsplitter, wo steht denn der? Ich meine, kann ich mir natürlich herstellen, ne? Auch wenn ich das nicht benutze. Ist ja, ich glaube, da hätte ich mir früher irgendwie herstellen sollen, ne? Das gut drauf auf, ja? Den kann ich dann jetzt bestimmt verstärken, oder? Nö. Ah, hätte ich vielleicht früher irgendwie. Oder vielleicht habe ich noch keine Materialien. Ah, das ist ein bisschen bitter, ne? Also hätte ich das vielleicht früher ausrüsten, abchecken sollen, ne? Wie sieht denn das Schwert aus? Ein sehr dünnes Schwert. Habe ich noch ein Windspitter gekostet, ne? Wenn ich vielleicht irgendwas anderes gebraucht habe, ne? Invictus. Ich wusste mal, was das bedeutet, aber ich habe es vergessen. So, okay. Würde ich sagen, das war's für diese Folge, ne? In der nächsten Folge geht es dann zum Phönixtor, ne? Gut. Können wir machen, ne? Guckt euch meine neuen Klamotten an. Ich sehe so cool aus jetzt, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Und wartet. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.